Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein ganz besonderes Video, beziehungsweise ein Video zu einer ganz besonderen Firma, die ich ganz besonders toll finde. Ich sage euch auch gleich, warum. Es handelt sich um die Firma Circle. Ja, die haben vor kurzem bei mir angefragt. Ich habe mir das dann mal kurz angeschaut und war sofort komplett überzeugt und begeistert von dem ganzen Konzept. Die Firma Circle verwendet Materialien, die sie upcyclen, also hauptsächlich Kaffeesatz und Orangen. Ich erkläre euch das gleich alles nochmal näher. Auf jeden Fall sind alle Produkte vegan, die sind tierversuchsfrei, ohne Palmöl, es wird auf alternative bzw. umweltfreundliche Verpackungslösungen gesetzt. Es ist alles 100% made in Germany und eben aus recycelten bzw. geupcycelten Materialien. Keine künstlichen Inhaltsstoffe, keine Silikone, nichts, was irgendwie schlecht für unsere Haut oder für unseren Körper oder für unseren Organismus sein könnte. Das ist bei mir natürlich Grundvoraussetzung, aber das wisst ihr ja bereits, wenn ihr mir schon länger folgt, dass das natürlich nicht dabei sein darf. Ja, zweiter Punkt, warum ich das so besonders toll finde, weil sie eines meiner absoluten Lieblingsprodukte verwenden, Kaffee. Ich liebe Kaffee. Ich mache schon lange Kaffeepeeling am Körper, vor allem aber auch im Gesicht. Ich hebe mir den Kaffeesatz immer auf und mache dann morgens ein Peeling draus. Und jetzt kommt die Firma daher und macht sowas auch, aber im großen Stil. Finde ich richtig toll, weil ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wie viele Mengen an Kaffee jeden Tag weggeworfen werden. Dabei kann man das noch super weiterverwenden. Und da finde ich es eben richtig, richtig genial, dass die Firma genau da ansetzt und nicht irgendwie was Neues herholt oder irgendwie neu produziert, sondern einfach, dass sie Dinge nehmen, die schon vorhanden sind, die man noch weiterverwenden kann. Aber es eben keiner macht. Genauso die Orangenschalen finde ich auch richtig genial. Ja, ich stelle euch jetzt einfach mal was vor, was ich jetzt benutzt habe die Tage. Das ist diese Seife hier. Hier könnt ihr auch sehen, die Verpackungen sind nicht sehr aufwendig, also auch schön einfach gehalten. Finde ich richtig toll. Und das ist eine Seife, die hat eben auch gleichzeitig einen Peeling-Effekt. Da ist Kaffee drin, der hier stecken Orangenschalen und Kaffeesatz. Das hat einen Peeling-Effekt und das riecht richtig lecker unter der Dusche. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal beim Duschen benutzt, funktioniert richtig gut, macht die Haut auch schön weich. Und dann gibt es noch, auch mit recyceltem Kaffee bzw. mit geupcyceltem Kaffee, einen Lippenpflegestift. Der ist auch schön einfach gehalten, da ist nichts Unnötiges drin. Und ihr könnt hier sehen, die Verpackung, zeige ich euch auch nochmal genauer, besteht eben aus Papier. Kein Kunststoff dran, richtig, richtig toll. In dieser Glasflasche befindet sich ein Gesichtsserum aus Kaffeeöl und Himbeersamen. Beides tolle Zutaten. Himbeersamenöl, das verwende ich ja zum Beispiel auch in den Kosmetikprodukten, die ich mir selber mache. Das ist in meiner Gesichtscreme drin, die ich im Moment aber gar nicht mehr verwende, ehrlich gesagt. Aber es ist ein super toller Inhaltsstoff. Und ja, das benutzt Alex jetzt schon eine Weile. Ich hatte jetzt noch Gesichtsserum über und benutze eben meins weiter. Daher benutzt Alex das im Moment und er findet es auch richtig gut. Es macht ihm mittlerweile Spaß, sich zu pflegen und er steht mit mir morgens im Bad, wäscht sich mit der Kaffeeseife das Gesicht und ölt sich danach mit dem Öl ein. Finde ich total süß und schön, dass er da so mitmacht. Ich gehe jetzt einmal mit euch hier auf die Homepage und schauen uns das hier mal zusammen an. Hier, schaut einmal. Genau. Umweltschonend, nachhaltige Hautpflegeprodukte. Kein Mikroplastik, made in Germany. Hautpflege trifft Nachhaltigkeit. So, und hier könnt ihr schauen, das ist das, was wir im Moment im Sortiment haben. Es gibt diese Peeling-Seifen, es gibt hier einmal die orangene. Ich habe jetzt diese hier mit Kaffee und Orange. Die gibt es dann eben als Kaffee und Orange pur. Ich mag meine, finde die toll und die anderen sind bestimmt auch so gut. Dann hier das Gesichtsserum mit dem Kaffeeöl und dem Lippenpflegestift. Das ist jetzt die bisherige Produktpalette. Ist auch schön einfach gehalten. Man hat nicht unbedingt die Qual der Wahl. Das finde ich sehr schön. Vor allem, dass sie jetzt nicht auch gleich so eine riesen Palette rausbringen, sondern einfach schön Schritt für Schritt das machen, was eben jetzt getan werden kann. Und so sollte man das doch auch tun. Schön nachhaltig, Stück für Stück und Schritt für Schritt. Ich denke, das spricht auch wieder für die Firma.
So, und wir haben natürlich auch einen Code für euch. Wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, könnt ihr mit unserem Code Nadine25, da bekommt ihr ab 30 Euro Bestellwert 25% Rabatt. Könnt ihr einmal anschauen, ausprobieren. Wir sind auf jeden Fall begeistert davon, einfach schon allein wegen dem Konzept. Und wenn die Pflege dann auch noch funktioniert, genial, besser geht's nicht. Was will man mehr? Normalerweise warte ich immer eine Weile, bis ich solche Sachen getestet habe. Wir testen es jetzt erst 1,5 Wochen und ich habe ja das Serum selber noch nicht richtig getestet. Ich trage das jeden Abend auf, aber ich habe morgens eine andere Pflege, daher kann ich nicht genau sagen, was es mit meiner Haut macht, aber auch schon allein deswegen, weil ich meine Haut eben extrem pflege, schon so von vornherein. Ich möchte euch das einfach ehrlich sagen, dann nicht jetzt irgendwie... ja, irgendwie um die Ecke reden oder so, das gefällt mir nicht. Aber auf jeden Fall fühlt es sich auch schön auf der Haut an. Bisher hatte ich nämlich abends keine Pflege. Das ist das Erste, was ich mir abends auch aufs Gesicht mache. Und Alex verwendet es ja jetzt schon 1,5 Wochen und sein Hautbild ist richtig schön fein geworden. Ja, ich werde es auf jeden Fall auch weiter verwenden und werde das dann ausgiebig testen. Aber ich kann eben, ja, ich pflege meine Haut richtig, richtig gut. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich ist es dann umso wichtiger, dass man da auch Dinge nimmt mit Inhaltsstoffen, die man vertreten kann, die dem Körper nichts antun, die deiner Haut nicht schädigen und nicht irgendwann mal Krebs oder Ähnliches auslösen. Ja? Manche konventionellen Pflegeprodukte tun das nun mal. Da sind fragliche Inhaltsstoffe drin, Parabene, Silikone, Stoffe, die hormonell wirken und so weiter und so fort. Da gibt es noch viel Schlimmeres. Brauche ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Ich glaube, vieles ist ja mittlerweile bekannt. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne mal andere Videos von mir anschauen. Da gehe ich nämlich ganz genau drauf ein. Oder auch mal auf dem Blog vorbeischauen. Da schreibe ich auch über solche Dinge. Da kann man das dann alles nochmal nachlesen. Ansonsten verlinke ich euch jetzt die Seite. Dann könnt ihr mal in den Shop schauen. Könnt euch selber davon überzeugen, dass die echt tolle Arbeit leisten und dann richtig einen Schritt in die richtige Richtung machen. Und ja, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, hüpft mal rüber zu Instagram, da ist viel mehr los. Das macht auch ein bisschen mehr Spaß manchmal, weil man da eben einfach in die Kamera quatschen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, ihr schaut mal rein, ich hoffe, es gefällt euch auch so gut wie uns. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Ciao!